herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Liebesorakel für den April 2022. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Stier oder Aszendent Stier oder Mondzeichen Stier? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich freue mich, dass du hier eingeschaltet hast. Wahrscheinlich ist hier eine Message für dich. Wenn die Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich einfach kurz in der Infobox unten nachzulesen, was dich hier erwartet. Wenn dir aber Tarotkartenlegungen hier schon vertraut sind, dann entspann dich, relax dich, lehn dich zurück, gleich geht's los. Und für meine lieben Männerherzen, Hallöchen, herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, ich spreche mehr aus der weiblichen Perspektive, einfach die Geschlechterrollen umtauschen. Und für meine lieben Crosswatchers, Hallöchen, herzlich willkommen. Ihr wisst auch Bescheid, ihr müsst einfach gucken, ob das für dein Gegenüber hier resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen diesen Monat besser harmonieren würde. Ja, vielen herzlichen Dank, meine lieben Stierherzen. Vielen herzlichen Dank für euren Support, fürs Liken, Teilen, Kommentieren, Abonnieren. Dankeschön, Dankeschön für diesen Energieausgleich. Ich wünsche euch natürlich auch die Energie, die ihr mir hier zusendet, auch wieder an euch doppelt und dreifach hier zurück. Ja, wir fangen an. Für meine lieben Stierherzen, Monat April. Was sollten meine lieben Stierherzen für den Monat April jetzt wissen? Oh, wollt ihr raus? Ja, das war ein Ja. Was kommt in der Liebe auf dich zu? Ritter der Münzen. Oh, ich habe das Gefühl, ja, für dich geht es noch nicht so schnell voran. Wir haben als nächstes den Ritter der Kelche. Oh, also es kommt hier Steinbock Stier und Jungfrau durch. Natürlich haben wir hier auch den Ritter der Kelche. Wobei für mich die Karte hier ist, muss ich sagen, ist Steinbock kommt hier sehr stark durch. Und ja, wir haben hier noch die Kelchenergie. Und Waage kommt hier auch mit der Gerechtigkeit durch. Wow, wow. Was haben wir hier hinten? Aha, die Kraftkarte. Oh, interessant. Interessant. Also ihr seid hier, das ist eine helle Legung hier, ne? Viel Gelb kommt durch, die Sonne. Und wir haben auch hier die Weltkarte noch. Wunder, wunder, wunderschön. Eure Energie ist einfach hier so. Ja, ihr wisst, ihr wollt, dass es vorangeht in eurem Liebesleben momentan, aber irgendwie seid ihr ein bisschen so wie, ja, es geht halt nur langsam voran. Ich glaube auch, dass du diesmal, wenn du jemanden auswählst oder wenn du hier für jemanden brennst oder hier jemanden Interesse zeigst, dann möchtest du es dir hier wohl überlegen, bevor du hier überstürzt eine Entscheidung triffst, auch sich hier mit dem Ritter der Kelche, dass du hier etwas losschickst. Ja, du schickst hier eine Liebesnachricht durch, okay? Auch mit der Gerechtigkeit. Es wird dich vielleicht ja ein wenig Überwindung, Kraft kosten, hier diese Nachricht loszuschicken oder hier jemanden zu sagen, okay, ja, du gefällst mir auch. Ja, ich habe Interesse an dir, weil wahrscheinlich hast du jetzt, bist du in dieser Energie, wo du noch nicht wirklich gezeigt hast. Also deine Karten sind hier verdeckt. Du zeigst doch nicht dein Gegenüber hier offen, okay, was möchte ich eigentlich, ja? Weil du hier gerade selber noch am Gucken bist, hey, ist mein Gegenüber hier eine gute Partie für mich, ja? Wir gucken mal. Klärung, Ritter der Kelche. Löwe kommt hier auch durch. Und Zwilling kommt hier auch durch. Ich nenne einfach mal die ganzen. Warum habe ich jetzt Zwilling gesagt? Krebs meinte ich, entschuldigt. Wow. Ja, es kam hier 9 der Stäbe. Ja, es kostet dich hier Kraft, jemanden hier ein Angebot oder jemanden zu zeigen. Also, du möchtest hier nicht verletzt werden wie in der Vergangenheit oder du hast hier Angst, dass hier dein Liebesangebot oder dass es hier abgelehnt wird, habe ich so das Gefühl, ja, weil es kostet dich Überwindung,
Du musst hier über deinen Stolz gehen, ja? Weil du dich hier öffnen musst, weil du hier nicht mehr dich so in dieser Sicherheit wiegen kannst, denn noch ist alles offen. Noch habe ich meine Münze nirgends abgelegt. Noch habe ich noch nirgendwo investiert, ja? Noch habe ich nicht gezeigt, dass ich irgendwo Interesse habe. Aber jetzt mit dieser Aktion hier, meine liebe Stierherzen, zeigst du, dass du Interesse hast. Definitiv. Und du hast Angst, dass du hier verletzt wirst, ja? Du hast Angst, hier abgewiesen zu werden. Aber auch sehe ich oder nehme ich hier auf, dass du bereit bist, dieses Risiko einzugehen, ja? Weil die Gerechtigkeit ist hier. Die Gerechtigkeit ist hier. Ich würde noch gerne die Gerechtigkeit klären. Hoi, hoi, hoi. Gerechtigkeit für meine lieben Stierherzen. Ja. Ja? Und wir haben hier 7 der Schwerter. Ah, vielleicht habe ich deswegen Zwillinge gesagt. Interessant. Also es kommt hier durch, dass du vielleicht in der Vergangenheit, vielleicht ist es hier jemand, euer Ex-Partner. Okay, ich muss einfach sagen, das habe ich schon vorher gedacht. Vielleicht ist es jemand, dein Ex-Partner, dass du hier dich entschuldigst oder hier wieder Kontakt aufnimmst oder ja, es ist vielleicht jemanden, wo du hier den Rücken zugekehrt hast. Ja, oder jemanden, dem du einen Korb gegeben hast, ja, weil du nicht wolltest, aber jetzt willst du. Was ist das hier für eine komplizierte Sache? Wir gehen über zu den Orakelkarten, meine lieben Stierherzen. Für meine lieben Stierherzen, Monat April. Was sollten meine lieben Stierherzen für den Monat April jetzt wissen? Dankeschön. Und wir haben hier ein Flirt. Mhm. Ja, du wirst hier flirten. Du wirst hier jemanden zeigen, dass du Interesse hast. Vielleicht ist es ein Ex-Partner, mit dem du wieder flirtest. Über eine Nachricht. Vielleicht begegnest du hier jemanden und flirtest mit dieser Person. Vielleicht ist es jemanden, den du kennst. Ja? Vielleicht hatte derjenige mal früher für dich Gefühle, aber du hattest damals keine Gefühle. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Für meine lieben Stierherzen. Monat April in der Liebe. Hoppala, da kommt schon eine rausgeschossen. Küsse, Flirts, oh mein Gott, ja. Ja, hier wird es heiß im April. Ja? Es wird hier geflirtet, es könnte hier ein Kuss fallen, ja. Es wird hier geredet, ja, ihr kommuniziert, es wird hier gechattet, ja. Du zeigst dein Interesse durch E-Mail, durch WhatsApp, durch Instagram, was auch immer, was man heutzutage nutzt. Hoppala, da ist mir eine runtergefallen, ja. Könnte auch sein, dass ihr euch hier spiegelt und er auch Angst hat, dir zu zeigen, dass er hier dich toll findet. Vielleicht bist du hier in jemanden verschossen, aber hast Angst, hier abgewiesen zu werden. Ja, das kann hier für einige sein. Du hast wirklich hier Angst, abgewiesen zu werden, dass derjenige sagt, nein, danke. Ohne, dass du es versucht hast, ja. Für meine lieben Stierherzen. Das heißt ja, no risk, no fun. Für meine lieben Stierherzen, jemand hält hier zurück. Ja, ich habe eher so das Gefühl, das war deine Energie, aber kann auch seine Energie sein, weil wir hatten auch den Spiegel vorher und es kann auch sein, dass ihr beide euch hier ein wenig spiegelt, ja? Dass ihr beide so euch ein bisschen zurückhält. Aber eigentlich hier, sobald der eine ein Schritt auf den anderen zugeht, wird es hier mit Texten fließen, mit Küsschen, mit Flirtereien. Also es wird hier abgehen bei euch, meine lieben Stierherzen. Wow. Für den Monat April noch eine Karte bitte. Für meine lieben Stierherzen. Oh, danke schön. Wow. Schaut mal, was für eine wunderschöne Karte. Und ich habe ja vorher gesagt, bei euch ist es so hell, so gelb, die Sonne kommt durch. Wow. Ja? Dein Seelenpartner könnte dies sein hier, ne? Oh, wow. So interessant. Neue Energie. Für meine lieben Stierherzen, Monat April. Was sollten meine lieben Stierherzen für den Monat April jetzt wissen? Twin Flame. Oh mein Gott. Seelenpartner, Zwillingsseele, also deswegen kam hier auch diese Karte, dass ihr euch spiegelt. Ich werde die Karte hier mit rausziehen.
Deswegen habt beide hier Angst, verletzt zu werden, abgewiesen zu werden. Ihr seid beide hier auf derselben Wellenlänge. Ja? Wunder, wunderschön. Lasst uns mal sehen, wer ist dieser Mann? Ja? Meine Stierherzen. In love. Oh mein Gott. Dieser Mann, so wie du ein heimliches Auge auf ihn geworfen hast, hat er auch ein heimliches Auge auf dich geworfen. Ja? Er ist verrückt nach dir. Er bewundert dich. Er fühlt sich hingezogen. Er findet dich total attraktiv. Ja? Aha, aha, aha. Wow. Wow, für meine lieben Stier-Single-Herzen, es geht bei euch ab. Für meine lieben Stierherzen. Für den Monat April. Jetzt kommt da alles raus. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Für meine lieben Stierherzen, eine Karte bitte. Für den Monat April. Was sollten meine lieben Stierherzen jetzt wissen? Okay. Dich nehme ich. Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Ja, lass deine Ängste hier los. Ja? Und also öffne dich. Du hast ja wirklich Angst, tief verletzt zu werden, aber gebe dich dem Ganzen hin. Versuch das Ganze hier nicht zu kontrollieren. Ja? Öffne dich. Zeige, was du hier für diese Person übrig hast, dass du Interesse hast. Ja? Wunderschöne Energie. Vielen lieben Dank, meine lieben Stierherzen. Wenn du mit meiner Energy vibes, darfst du mir gerne ein Abo da lassen, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar hinterlassen. Ich antworte darauf und ich wünsche euch einen wunderschönen April. Viel Spaß dann. Tschüss.